Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bei einem Serienunfall auf der Autobahn München-Nürnberg sind am Abend zwischen Allershausen und dem Autobahnkreuz Neufarn im Landkreis Freising 5 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 5 Personen wurden verletzt, einige von ihnen schweben in Lebensgefahr. Zu dem Unglück kam es, nachdem 2 Personenwagen zusammengestoßen und die Insassen ausgestiegen waren. Während sie auf der Standspur warteten, raste ein nachfolgendes Auto in die Gruppe. 2 Menschen wurden sofort getötet und 5 weitere über die Leitplanke auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Dort wurden sie von anderen Fahrzeugen überrollt. Dabei kamen 3 weitere Menschen ums Leben. In dieses Unfallchaos rasten dann noch 2 Autos und ein Motorradfahrer. Die Autobahn wurde in beiden Fahrtrichtungen für mehrere Stunden gesperrt. Alle Rettungsdienste aus der Umgebung waren im Einsatz. Auf der Halbinsel Sinai ist es zu einem Blutbad gekommen. Nach inoffiziellen Angaben aus Jerusalem wurden in einem Ferienort unweit der Hafenstadt Nuweiba 7 israelische Touristen erschossen und 2 Kinder verletzt. Die Behörden in Kairo hatten zuvor mitgeteilt, dass ein ägyptischer Polizist mit einem Maschinengewehr bewaffnet Amok gelaufen sei. Man habe ihn nach der Tat festgenommen. Aus Jerusalem verlautete inoffiziell, das Blutbad sei von 2 ägyptischen Soldaten angerichtet worden. 2 sowjetische Regimekritiker, der Computerfachmann Scharansky sowie der Atomphysiker und Friedensnobelpreisträger Sacharow können möglicherweise in absehbarer Zeit das Land verlassen. Wie das Nachrichtenmagazin Der Spiegel erfahren haben will, wird zwischen Moskau und Washington gegenwärtig diskret über ihre Ausreise verhandelt. Als Vermittler fungiere der Ostberliner Regierungsanwalt Vogel. Er hatte im Juni zusammen mit dem jetzigen US-Botschafter in Bonn Byrd den Austausch von 25 Mitarbeitern amerikanischer Geheimdienste gegen 4 in den USA verurteilte Ostagenten in die Wege geleitet. Der sowjetische Parteichef Gorbatschow hat seinen 4-tägigen Frankreich-Besuch beendet und ist nach Moskau zurückgeflogen. Zum Ergebnis seiner Gespräche in Paris meinte er, er habe allen Grund, eine gewisse Befriedigung zu verspüren. Allerdings war es ihm nicht gelungen, Staatspräsident Mitterrand zu einem gemeinsamen Schlusskommuniqué mit einer direkten Verurteilung der amerikanischen Weltraumpläne zu gewinnen. Die Freien Demokraten in Schleswig-Holstein lehnen einen Rahmenvertrag zwischen der Bundesregierung und den USA über die Zusammenarbeit beim amerikanischen SDI-Projekt einer Raketenabwehr im Weltraum ab. Das beschlossen die Delegierten des FDP-Landesparteitages in Harris-Lee bei Flensburg mit großer Mehrheit. In dem Beschluss heißt es, die Bundesrepublik dürfe in Europa nicht zum Vorreiter der Weltraumrüstung und zum Außenseiter im Kreis der europäischen NATO-Partner werden. Die christlich-demokratischen Arbeitnehmer haben sich auf ihrer Bundestagung in Saarbrücken für umfassende betriebliche Mitbestimmungsrechte bei der Einführung neuer Technologien am Arbeitsplatz ausgesprochen. Nach Ansicht der CDU-Sozialausschüsse können neue Technologien nur gemeinsam mit den Arbeitnehmern optimal eingesetzt werden. Wer hier die Mitbestimmung verweigere, störe den sozialen Frieden. Die SPD soll nach den Vorstellungen der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen mindestens 40% ihrer Mandate und Parteiämter mit weiblichen Mitgliedern besetzen. Auf ihrer Bundeskonferenz in Hannover verlangten die Delegierten ferner, die Hälfte der Ministerposten in einem möglichen SPD-Kabinett nach der Bundestagswahl 1987 an Frauen zu vergeben. Die Lottozahlen 30, 31, 37, 38, 45, 48, Zusatzzahl 9. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 4, 5, 9, 9, 9, 6, 3. Diese Angaben sind ohne Gewähr. Die Wettervorhersage für Sonntag, den 6. Oktober. In Bayern wechselnd wolkig und noch einzelne Schauer. In den übrigen Gebieten örtlich Frühnebel. Sonst heiter bis wolkig und trocken.
Tiefsttemperaturen 8 bis 13 und Höchstwerte 18 bis 23 Grad. Schwacher, tagsüber auflebender, an der See zum Teil böiger Wind aus Süd bis Südwest. 1:38 ist es jetzt, 2:08. Das waren die letzten Meldungen. Die Tagesschau meldet sich wieder morgen Mittag um 12:45 mit dem Wochenspiegel und den neuesten Nachrichten. Über das Schmollen der Weiber von Ludwig Börne. Meine ehemalige Braut nannte ich, wie es bei allen kultivierten Völkern Sitte ist, einen Engel. Meine jetzige Frau nenne ich, wenn ich böse auf sie bin, einen gefallenen Engel. Ist das ewig, aber heiter einen gestutzten. Warum gestutzter, fragte mich Wilhelmine, als ich mich zum ersten Male dieses Ausdrucks bediente. Ich ward verlegen, denn ich hatte mich noch nicht zu verstellen gelernt. Ich wusste noch nicht, wie gut in der Ehe oft das Lügen sei. Und wie ohne diesen Lichtschirm der Wahrheit rote Augen noch häufiger wären. Teure Wilhelmine, sagte ich, indem ich ihr ein Stückchen Zucker, den sie sehr liebt, in den Purpurmund steckte. Liebes Vögelchen, müsste ich nicht zittern für mein Glück, wenn deine Engelsflügel nicht etwa gestutzt wären? Müsste ich nicht fürchten, du entflattertest und flögest den Himmel hinauf, wo deine Heimat ist, wollte ich poetischerweise hinzusetzen, aber meine gute Frau ließ mich nicht ausreden. Du fürchtest also, ich könnte dir untreu werden, fragte sie, wartete aber auf gar keine Antwort, sondern nahm ihr Gesicht zusammen, verschloss den Mund und schmollte. Vergebens war mein Flehen, mein Drohen, mein Reden und mein Schweigen sogar. Sie schmollte fort. Ich ging mit starken Schritten das Zimmer auf und ab. In Engels Mimik ist keine Bewegung geschildert, die ich nicht mit der größten Naturtreue darstellte. Liebe, Hass, Zorn, Wut, Verzweiflung. Aber meine gute Wilhelmine sprach kein Wort. Bei dieser Gelegenheit lernte ich das berühmte Schmollen der Weiber kennen. Und seitdem verlernte ich es nicht mehr. Es war der 30. Tag nach meiner Hochzeit, da mein Glück in den Wendepunkt des Krebses trat. Anfänglich hatte meine teure Wilhelmine nur einen Schmollstuhl. Dann nahm sie einen Schmollwinkel ein, später verschloss sie sich in ein Schmollkämmerchen, bis sie endlich es durch Übung dahin gebracht, im ganzen Hause zu schmollen. Ich habe mich in der theoretischen wie in der praktischen Philosophie etwas umgesehen. Metaphysik, Logik, Anthropologie, empirische Psychologie sind mir nicht ganz fremd. Aber mit der Theorie des weiblichen Schmollens konnte ich bis jetzt noch nicht ins Reine kommen. Das Schmollen der Weiber ist nichts als ein Guerillakrieg, den sie gegen die konzentrierte Macht der Männer führen. Ein Krieg, in dem sie immer siegen. Ihre gefährlichste Waffe ist der Mund. Sie mögen ihn zum Reden oder zum Schweigen gebrauchen. Reden Sie und ihr habt viel Verstand und Geduld, dann könnt ihr sie zuweilen zum Schweigen bringen. Schweigen Sie aber, welches in der häuslichen Kriegskunst Schmollen heißt, ist alle Mühe vergebens, sie zum Reden zu bringen. Ihr müsst euch zurückziehen und schließlich um jede Bedingung einen pyrenäischen Frieden schließen. Ich habe meiner lieben Frau schon oft vorgeschlagen, ich wollte mich auf ihr Schmollen monatlich abonnieren, indem ich ihr immer 30 Tage voraus Recht gebe. Und dabei meinte ich, würden wir uns besser stehen. Aber sie wollte von einem solchen Vertrage nichts hören. So habe ich denn viele trübe Schmolltage in meinem Hauskalender einzutragen. Und beim Schlusse des Jahres fällt die meteorologische Bilanz nicht immer zu meinem Vorteile aus.
Was aber meinem Kalender ein noch seltsameres und traurigeres Ansehen gibt, ist, dass ich zwar Tag und Stunde bezeichnen kann, wo meine Wilhelmine zu schmollen angefangen, aber weder Stunde noch Tag, wo sie zu schmollen aufgehört. Sie vergrollt so leise und allmählich, dass nicht zu bestimmen ist, wann der letzte Laut ihrer Unzufriedenheit verschallte. Und plötzlich befinde ich mich mitten in meinem gewohnten Glücke, ohne zu wissen, wie ich hineingekommen. Sie hat mir einmal anvertraut, dass es alle Weiber so machten, die, wenn sie ihr stillstehendes Herz wieder aufziehen, alle ganze, halbe und Viertelstunden, über welche der Zeiger rücke, schlagen ließen, bis der Zeiger auf der Stunde der Liebe stünde. Sie müssten das so machen, um die Uhr ihrer Seele nicht zu verderben. Gute Nacht.